Von der Tomate. Das ist ja räudig. Was geht? Waffe, Bande. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen wunderbaren kleinen Video. Hier liegt Geld auf meinem Mikrofon. Ich wollte es unkommentiert lassen. Habe ich jetzt schon verkackt. Und daher mache ich das Geld wieder runter. Das macht man nicht. Doch, das macht man. Das Nein, machen wir nicht. Doch. Wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Niemand, wirklich gar keiner, kriegt dafür 5 Euro. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich kann das nicht so gut wie andere YouTuber. So, hey, herzlich willkommen. Wir machen heute was etwas anderes. Und zwar muss ich dafür erstmal eine Runde springen, denn dann kann ich dafür darüber reden. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Und ein Abo. Danke. Bis gleich in der Runde. Gut, fangen wir mal easy an. Springen wir mal hier runter. Suchen uns einen schönen Spot aus, wo wir sein wollen und oder bleiben wollen. Alter, da springen direkt richtig viele raus. Ich werde schön hinten entspannt da im Wald ein bisschen mich rumtreiben. Und zwar sind wir kurz vor dem Ende der Season 3. Season 4 ist auf dem besten Weg und heute geht es um das Thema Komet. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, aber es gibt viel, viel mehr und ich hätte zu jeder einzelnen Sache bestimmt ein eigenes Video machen können, was sich gut klickt, aber wollte ich nicht. Ich wollte da jetzt erstmal, dass alle Informationen so gut wie es geht zusammengetragen werden und wir dann nochmal einen Blick drauf werfen. Und da es so aussieht, als würde jetzt wirklich tatsächlich heute, also ich nehme das Video einen Tag vorher auf, tatsächlich schon ein Event passiert sein oder bald passieren, dachte ich mir, wäre heute tatsächlich der richtige Moment oder ein Moment, in dem wir uns darüber unterhalten könnten. So, gucken wir mal, dass ich kurz nicht drauf gehe, denn ich brauche gleich ein bisschen Ruhe. So. Gut, also, wir machen ganz entspannt jetzt eine kleine Runde auf, in der wir ein bisschen über die Thematik reden. Beziehungsweise in der wir auch darüber reden, was jetzt alles abgegangen ist. Zunächst mal, das habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr große Fans von Ninja zum Beispiel seid, ist, dass dieser Komet Sounds macht. Und zwar hörst du diese Sounds oder hört ihr diese Sounds, das könnt ihr bestimmt auch jetzt noch machen, es sei denn, das ist was, oder ich komme auch gleich mal zu dieser, da ist wieder so ein kleiner Meteorit, ne? Da müsst ihr nämlich Folgendes machen. Ihr werdet höchstwahrscheinlich, wie ich, das alles ein bisschen runtergeredet haben. Ihr müsst dann die Lautstärke vom Audioeffekt, ich werde jetzt mal schön hochdrehen, höher drehen und dann diesen Komet oder was auch immer das ist, anvisieren und dann hört das. Hört ihr das? Es hört sich an wie irgendwas, was levitiert, beziehungsweise was pulsiert. Vielleicht irgendeine runde Bewegung. Oder sonstiges. Das hier, beziehungsweise dieses Muster, haben dann einige Reddit-Nutzer tatsächlich genommen und durch ein Spektrogramm gejagt, beziehungsweise durch ein Programm, was ein Spektrogramm erstellt. Ein Spektrogramm funktioniert folgendermaßen, dass dort Töne visuell ausgelesen werden können. Siehe ihr, wenn ich einen Ton mache, beziehungsweise wenn ich jetzt hier rede, habe ich rechts von mir in meinem Bildschirm die Audiospur und auf dieser Audiospur sehe ich einzelne Ausschläge. Siehe, ich rede lauter, dann wird die höher und ich rede langsamer, dann werden die langsamer. Wenn man das jetzt, werden die kleiner, meinte ich natürlich, Entschuldigung. Wenn man das jetzt durch dieses Programm jagt, diese Soundeffekte, die tatsächlich dieses Ding da oben macht, wo wir immer alle sagen Komet, obwohl die ganze Zeit Komete ja hier runterrasseln, dann kriegt man den Loser Dance. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn hier drin habe. Ich glaube, ich habe ihn nicht dabei. Nee, aber den Loser Dance kennt ihr alle, den hier, ne? Und dann schön breitbeinig tanzen, was im Prinzip ein Signal auch von Epic höchstwahrscheinlich war, um uns zu zeigen, hey Leute, ihr habt euch hier ordentlich verrannt, wenn es um das Thema Meteor geht. Schöne Theorien, aber ihr liegt da falsch, weil das alles gar kein Sinn macht für euch, ne? Also alles, was hier gerade passiert, macht keinen richtigen Sinn für euch und die Theorie, die ihr habt, stimmt auch nicht leider. So, dementsprechend sind die Leute dann weitergegangen. Wir haben ja schon am Anfang, wie den Spot, den ich da hinten gelootet habe, also nicht das hier, sondern, Moment mal, den habe ich noch gar nicht gelootet, da liegt eine Shotgun, die will ich haben. Den Spot, den ich hier hinten gelootet habe, da sind ja überall diese Fernrohre, die sind dazugekommen. Und was jetzt wohl heute, beziehungsweise gestern, wenn ihr das Video seht, dazugekommen ist, sind verschiedene kleine Schilder. Diese Schilder sind insgesamt 4 Stück. Auf diesen Schildern steht Folgendes drauf. Ich blende euch das immer mal wieder ein, damit ihr das wisst. Die ganzen Artikel dazu, um das nochmal genauer durchzulesen, weil ich bestimmt nicht alles abhandeln kann, verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Und zwar ist da Folgendes drauf. Zunächst mal auf dem ersten Schild ist tatsächlich eine Großstadt, also eine Stadt mit hohen Gebäuden oder zumindest hohe Gebäude, was natürlich weiterhin darauf hindeutet, dass es irgendwie Tilted Towers ist. Who knows, ne? Die liegen übrigens immer auf einzelnen Fächern, also zum Beispiel auch in Tilted auf dem Dach liegt eins angelehnt auf so einer Couch. Sind verschiedenste Spots auf der ganzen Map, wo die Dinger inzwischen zu finden sind, aber
Das nur Nebensache. Also wenn ihr da nochmal scouten wollt, es steht auch alles im Artikel, wo das ist. Zweites Schild auf jeden Fall. Sieht aus wie ein UFO. Ne? Man kennt das. Ihr kennt uns. Es ist ein UFO. Und ich habe ja jetzt gerade auch schon drüber geredet, bei dem Sound, der da oben im Himmel ist, dass sich das halt nicht unbedingt anhört wie ein Komet. Also ein Komet macht nicht und pulsiert. Irgendwas ist an. Das hört sich ja sehr motorisch an, was da passiert. Und dementsprechend ist da natürlich die Frage, was könnte das sein? Slash, was ist das überhaupt, was da oben gerade stattfindet? So, dann haben wir ein UFO. Und von diesem UFO sieht man das dritte Ding. Und da steht drauf, oder da ist ein Komet tatsächlich drauf, ein Komet, der runterfliegt. Jetzt ist das nicht ein Einzelfall, sondern diese Kometen sehen wir hier immer wieder. Wir haben es jetzt auch schon ein, zwei Mal in der Runde gesehen, dass immer wieder irgendwo so kleine Kometen runterfallen oder kleine Meteore tatsächlich. Und ja, das ist vielleicht einfach nur ein Anzeichen dafür. Oder dass es einen Impact geben wird, also einen Aufprall. Denn, ganz wichtig dazu, Leute, es ist so, dass tatsächlich... No shit, no pun intended, da ist schon wieder einer gewesen, dass das letzte Schild dann besagt, dass da ein, also auf dem letzten Schild steht dann ein durchgestrichenes today, also heute. Siehe, es wird nicht heute passieren, sondern darunter steht tomorrow, also morgen. Siehe, an dem Tag, wo ich das aufnehme, heißt das für mich, an dem Tag, wo ich jetzt gerade dieses Video mache, ist irgendwas augenscheinlich passiert. Die Entwickler von Epic Games haben es mit dem Patch reingepatcht. Irgendwas wird heute oder ist heute schon passiert, Leute. Also seid auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Da hinten ist noch einer. Hamana Koyim. Genug. Diese Schilder, wie gesagt, deuten darauf jetzt hin. Jetzt Kometen oder Meteoren, dass das irgendwie passiert, heißt ja schon mal einiges. Es steht auch seit langer Zeit ein neuer Spielmodus im Raum. Ob es jetzt der dann wird oder nicht, sehen wir, wie gesagt, heute bzw. gleich. Aber was es eben noch sein könnte, und das ist das, was es so interessant macht, ist das, was die Buddies rausgefunden haben, die alten Dataminer, haben nämlich tatsächlich, und Hauptner hat mir auch eine Datei geschickt, aber ich kenne mich, ich bin da wieder komplett vergeiert. Dankeschön trotzdem, Hauptner. Die haben rausgefunden, dass es ein Impact-Geräusch gibt, also mehrere Sounddateien, wie ein Meteor aufschlägt. Siehe, das könnte entweder natürlich Sounddateien sein für einen neuen Modus oder tatsächlich einfach für noch weitere Loot-Drops, sodass man, wenn man tatsächlich diese Meteoren hat, die hier dann einschlagen oder diese Kometen, von denen alle immer reden, dass diese... Sag mal, croucht der da irgendwie? Das ist ja schon ein bisschen weird. Hallo? Ah, jetzt hat er es gecheckt, schade. Hallo? Hast du dich schon hochgebaut? Da kommt noch einer. Dann machen wir doch mal erstmal so. Dann hauen wir den mal kurz weg. Oder auch nicht. What? Von der Tomate? Das ist ja räudig. Okay, wir sind in der neuen Runde. Entschuldigung, da bin ich gerade drauf gegangen. Wir waren stehen geblieben bei, wie gesagt, diesen Loot-Sachen. Oder es könnte ein neuer Modus werden. Es könnte aber auch beides miteinander zu tun haben, weil, wie gesagt, die nächste Season ist ja auch vor der Tür. Das im Kopf behalten. Jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Fakt, was auch wenige angesprochen haben, inklusive meiner selbst. Dieses Ding hier, dieser Komet oder dieses UFO, was ich glaube, was es ist nämlich eher, ich glaube nämlich nicht, dass das ein Meteor ist, sondern dass es tatsächlich ein Flugobjekt ist, ein sozusagen außerirdisches Raumschiff, was sich die ganze Zeit auf uns zubewegt, weswegen man auch dieses Pulsieren hört. Das nämlich dieses Ding, wenn man ranzoomt, das hört sich nicht an wie ein Meteor, das hört sich eher an, ich sage nämlich auch irgendwie, das müssen irgendwelche Außerirdischen sein. Also, ich glaube, dass das auf uns zukommt und die Theorie dafür, oder worüber keiner redet, ist, diesen Meteor gibt es nicht nur im PvP-Modus. Dieser Meteor ist auch, seitdem er erschienen ist, im PvE-Modus, also im Rette-die-Welt-Modus. Und diese Storylines, PvP, PvE, also Battle Royale und Rette-die-Welt, sind miteinander verknüpft. Und es gibt zu diesem Flugobjekt inzwischen wohl auch eine Storyline, eine separate. Und zwar von Lars. Die Leute, die den PvE-Modus, also den Zombie-Modus schon gezockt haben, wissen, wer das ist. Der kommt nämlich recht früh in der Story vor. Und da gibt es immer so kleine Nebenquests. Und jetzt ist es wohl so, dass Lars, also ist alles in dem Artikel, sind auch nochmal die einzelnen Videoaufnahmen davon, Leute. Jetzt ist es wohl so, dass Lars
sagt, oder also mehrfach betont, dass sein Freund von irgendwas im Himmel weggezogen worden ist und weg ist. Der kriegt dann irgendwann nochmal eine Nachricht von ihm sogar, wo der Freund ihm bestätigt, dass alles okay ist, ihm aber das Ganze nicht geheuer ist und er auch diese Quest mit den Worten beendet, wir kriegen bald Besuch von oben. Und jetzt geht's noch weiter. Und zwar hat dann ein Reddit-User eine These aufgestellt, weil er das eben alles zusammengesucht hat. Wie gesagt, er hat die ganzen einzelnen Aufnahmen davon. Revolver Boy. Was tut er? Heiliger. Okay. Diese beiden Stories, wie gesagt, sind höchstwahrscheinlich miteinander verknüpft. Ich finde es ultra geil, dass diese These aufgestellt wurde. Und jetzt lehnt der gute Mann da, der diese These gemacht hat, sich aus dem Fenster und sagt, wisst ihr was? Lucky Landing. Hier unten. Lucky Landing wurde hinzugefügt zum chinesischen Neujahrsfest. Das ist inzwischen vorbei. Die Thematik da ist ganz schön, aber es hieß ja von Anfang an Landing, also ein Landeplatz, dass da irgendwas passiert, hinweg von Tilted, sondern einfach wirklich da in der Ecke. Nicht nur zum einen, damit diese südliche Region der Map mal wieder belebt wird, weil wenn, dann gehen Leute nach Fatal, Moisty Meyer juckt kein, Lucky Landing juckt inzwischen auch kaum Leute, sehr wenige und der Bereich auch nicht. Also hier was Großes zu haben, was in Season 4 kommen könnte, zwar würde ich jetzt einfach mal sagen, wir hatten jetzt eine, ich sag mal, Astronauten-Season, wo es auch viel schon um das Thema Weltall geht. Um das weiterzudenken oder ein neues Thema dem Ganzen zu verpassen in der nächsten Season, um auch coole Skins zu haben, würde ich einfach mal sagen, Leute, nächste Season, das ist meine Prediction, wird eine Alien-Season. Ich glaube, und das ist so das alles, worauf ich das jetzt zusammenfasse. Eins, es wird auf jeden Fall ein neuer Modus kommen, weil sowas in der Art wurde auch schon angekündigt. Da machen wir aber irgendwann mal ein anderes separates Thema zu, wenn da was Genaueres feststeht. Zweitens, also, ich glaube tatsächlich, dass diese Kometen, dass es eine Cinematic geben wird, wie auch schon zur Season 2, da gab es das ja auch mit John Wick, mit Baba Yaga, mit dem letzten Skin. Und da in dieser Cinematic wird entweder Tilted oder, ich hoffe auch, dass es so ist, Lucky Landing zerstört werden und dann ein neuer Punkt entweder auf dem südlichen Bereich mit einem Raumschiff entstehen oder eben, sieht er mich? Nee, der sieht mich nicht. Oder eben mit in Tilted Towers, da wird sich dann die Map verändern. Es kann natürlich auch sein, dass dadurch, durch dieses irgendwie natürlich Raum-Zeit-Ding, dann irgendwie sich die komplette Map verändert oder wir gar eine zweite Map kriegen für PvP, was ich mir natürlich auch mal wünschen würde in Season 4. No way, dass er mich noch bekommen hat. No way. Wie viel? Du hast nichts mehr. 5. Nice one, aber. Nice. Was glaubt ihr? Es ist ja nur eine Vermutung. Heute, beziehungsweise wenn das Video jetzt rauskommt, wisst ihr höchstwahrscheinlich schon mehr als ich jetzt gerade. Das aber nur eine Zusammenfassung zum aktuellen Status bis dahin von dem Sound hinüber zu dem Spektrogramm mit dem Loser Dance, dass wir auf einer falschen Fährte waren mit dem Meteor, was es nämlich nicht ist, ist kein Meteor, sondern ein Raumschiff höchstwahrscheinlich. Dann eben durch die Buddies mit dem Data Mining, die rausgefunden haben, dass Meteore trotzdem kommen werden. Die sind ja auch angekündigt, Meteore oder Kometen, Steine, die auf die Erde prallen werden. Dafür gibt es Sounddateien, dass das höchstwahrscheinlich Loot Drops nochmal sein könnten oder Sounddateien für einen neuen Modus. Hin zu der Theorie, hey, es kommt ein UFO, zerstört diese Map höchstwahrscheinlich mit Laserstrahlen oder Meteorie. Und dann die nächste Season eine Alien-Season wird. Habt ihr da Bock drauf? Könnt ihr verstehen, was ich damit sagen will? Alle Sachen dazu sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das war eine kleine Theoriefolge und Thesenfolge. Ich finde es mega nice, immer in sowas mal abzudriften. Es gibt noch mega viel anderes Zeug. Wenn ich da mal ein bisschen mehr drüber reden soll und euch das alles mal erklären soll oder sagen soll, es gibt auch super viel Konzeptsachen, wie die Map überarbeitet werden könnte, dann lasst mich das gerne mal wissen. Das macht mir nämlich super viel Spaß. Sorry für das semi-geile Gameplay im Hintergrund dieses Mal. Ich habe mich wirklich mehr probiert, auf die Story zu konzentrieren und kein Gameplay im Hintergrund gehabt. Das muss ich vielleicht mal ändern, dass ich da niceres Gameplay habe. Das macht man ja besser so und dann kann ich es auch noch mal ein bisschen strukturierter erklären. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, haut rein, einen schönen Tag, Mittag oder Abend und ciao, ciao. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da.
guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.